Und alle sind sie gekommen heute an die Premiere vom Lokalfernsehen Luzern. Jeden Moment erwartet man Herrn Gotti, der uns die besten Glückwünsche überbringt. Hallo? Ja? Ich komme. Jetzt hoffen wir, noch einen kleinen Glückwunsch vom Herrn Gotti natürlich rüberzukommen. Ich bleibe also hart auf den Fersen. So, jetzt, den Stadtpräsident haben wir schon überholt. Jetzt. Fast. Jetzt kommt der Stadtpräsident von hinten. Achtung. Herr Kurzmeier, also, wie sind Ihre Eindrücke von der heutigen Eröffnungsfeier? Läuft alles planmäßig? Ja, wir ist, ja, ja. Also, es ist natürlich Freude und Dankbarkeit, oder, dass wir den heutigen Tag so erleben dürfen. Wir sind ein ganz junger Sender. Wir beginnen am 29. April dieses Jahres mit auf Sendung zu gehen. Und ich möchte Sie bitten, für unsere Zuschauer so einen kleinen Jingle, eine kleine Einspielung zu machen. Sie sagen einfach, mein Name ist Flavio Gotti, Sie schauen LTV. Mein Name ist Flavio Gotti, Sie schauen LTV. LTV? Ja, ja. Da, in diese Kamera, da. Mein Name ist Flavio Gotti, Sie schauen LTV. LTV, okay. Ganz herzlich. Ja. Also ich glaube, unterdessen können uns ja alle. Ja. Auch die vom LTV, oder? Ja, das ist also der Stadtpräsident Franz Kohlwein und Sie schauen LTV. Jawohl, und wir grüßen euch alle herzlich und LTV schauen. Ein Lokalsender, oder? Ja, ein Lokalfernsehen. Ja. Da ist Szenenfutter, das Trendmagazin. Mein Name ist Philipp Ortmann und ich begrüße euch recht herzlich zu der Premiere. Und das sind unsere Themen. Wir haben eine Reportage über Gassenküche. Wie geht es weiter? Wir haben zu diesem Zweck unter anderem unseren Stadtpräsident Franz Kurzmeier befragt. Wir haben eine absolute Weltpremiere bei uns im Szenenfutter. Wir haben den neuesten Videoclip vom DJ Bobo seiner Single-Auskopplung Everybody zum ersten Mal bei uns auf LTV. Und natürlich haben wir einen Haufen Musik, einen Haufen Videoclips, einen Hitparade, einen Gastro-Trip, Ausgehtipps und neu im Kino. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Unsere erste Reportage dreht sich um die geschlossene Gassenküche. In diesen Tagen soll herauskommen, wo sie neu aufgeht und wenn es soweit ist. Wir haben aus diesem Zweck Behörden befragt, unseren Stadtpräsidenten und Betroffene. Bei mir ist jetzt Frau Bizzi. Frau Bizzi ist Bürgerrätin und Sozialvorsteherin der Bürgergemeinde. Frau Bizzi, wo gehen die Betroffenen jetzt gerne nach dem Gassenküche zu? Die Betroffenen haben im Moment keine feste Möglichkeit für eine Mahlzeit einzunehmen. Sei denn, sie gingen mit, vielleicht Sozialhilfe, die sie beziehen, irgendwo in einem öffentlichen Restaurant etwas essen. Frau Bizzi, die grosse Frage ist jetzt, steht hier an der Hauswand, was nun? Im Gespräch ist ja, glaube ich, Industriestrasse 9. Wie weit sind hier Ihre Abklärungen? Die baulichen Abklärungen sind abgeschlossen. Es sind diese Woche noch konzeptionelle Fragen zu klären. Der Herr Hofer ist Präsident der Küche. Herr Hofer, wer steht hinter diesem Verein? Getragen wird die Gassenküche vom Hilfswerk Covive und ich vertrete im Vorstand der Küche und von der katholischen Kirchengemeinde der Stadt Luzern. Wie viele Leute mögen Sie hier zu bewältigen mit dieser Gassenküche? Ja, im letzten Jahr haben wir über 10'000 Mahlzeiten abgegeben. Das heisst, dass täglich zwischen 30 bis 40 Essen abgegeben worden sind. Aber besucht ist eigentlich die Küche geworden im Schnitt von 60 bis 70, teilweise sogar mehr Personen täglich. Und der neue Standort, wenn die Industriestrasse zustande kommt, wird das auch sehr viel können bewältigen? Ja, dort hätten wir eigentlich noch mehr Kapazitäten. Dort wird es sicher nicht so eng sein, wie wir hier an der Zürichstrasse hatten. Die Industriestrasse 9, wo die neue Gassenküche eventuell hinkommt, gehört ins Quartier der Tripschen. Bei mir ist jetzt der Quartiervereinspräsident, der Herr Stocker. Herr Stocker, wie haben die Anwohner in der Umgebung reagiert? Also nebst dem Telefon haben wir zahlreiche Schreiben bekommen. Das sind einmal die Bewohner selber von der Industriestrasse 9, also dort, wo jetzt die Gassenküche hinkommt, wo sie nicht ganz begreifen, dass der Kulturraum, der dort ist,
verdrängt werden durch ein Provisorium von einer Gassenküche. Hätten Sie einen anderen Vorschlag für einen Standort? Da muss ich leider Nein sagen, im Moment nicht. Unmittelbarer Nachbau von der neuen möglichen Gassenküche ist das EGW. Bei mir ist jetzt der Direktor von der städtischen Werke, Herr Müller. Herr Müller, was haben Sie für ein Gefühl im Hinblick, dass die Gassenküche direkt vor Ihrer Haustür wird sein? Das ist ja ziemlich eine Neuigkeit, dass die Gassenküche hier hinkommt. Ich weiss, dass in der Stadt schon lange Überlegungen gemacht werden, wo das der neue Standort könnte sein. Wir von der städtischen Werk haben eine gewisse Skepsis, was daraus wird, nachdem das aber ein altes Gebäude ist, das ohnehin wird abgebrochen werden und das nur ein vorübergehender Zustand wird sein mit dieser Gassenküche in unmittelbarer Nachbarschaft. Harret der Dinge, die da kommen sollen, und schauen mal, was daraus wird. Und freuen uns, wenn das ein Erfolg ist. Wenn es kein Erfolg wird, dann freuen wir uns, wenn es gleich wieder wegkommt. Das ist also die Industriestrasse 9. Ein verwinkeltes Gebiet mit einem Haufen Ecken, Nischen und Parkplätzen. Ist das der geeignete Standort für eine Gassenküche? Diese Frage haben wir unserem Stadtpräsident Franz Kurzmeier gestellt. Es ist auf jeden Fall nur eine Notlösung, weil Sie wissen ja, dass das Haus, das die städtische Pensionskasse kürzlich gekauft hat, das ist ja vorgesehen, dass das abgerissen wird, wenn der Werkhof verleiht wird vom jetzigen Standort zu den städtischen Werkkindern, werden wir dort dann alle die Liegenschaften müssen abbrechen. Also kann es nur etwas vorübergehend sein. Ein guter Standort ist es nicht, ich will das offen sagen. Und ich verstehe ein bisschen die Leute, die dort drinnen wohnen, dass die nicht so Freude haben. Auf der anderen Seite hat die Bürgergemeinde, die ja verantwortlich ist für die Betreuung von der Gassenküche als Sozialgemeinde, hat uns um Hilfe gebeten und wir wollen die Hilfe geben, weil wir auch sehen, dass im Moment nie eine andere Lösung denkbar ist. Ich glaube, längerfristig gesehen werden wir ohnehin müssen dazu übergehen, zu schauen, dass wir in der Region verteilt kleinere Einheiten von Betreuungsangeboten und von Gassenküchen können schaffen, denn die Konzentration, die wir haben jetzt, oder, die führt ja zunehmend zu Problemen. Dass eine oder mehrere Gassenküchen für Luzern eine absolute Notwendigkeit sind, da sind sich alle einig. Sobald man sie aber im eigenen Quartier hat, werden die Bedenken laut. In diesen Tagen soll sich entscheiden, ob die Gassenküche hier in die Industriestrasse 9 kommen oder nicht. Wir wünschen allen Beteiligten, dass sie möglichst schnell wieder zu ihrer Küche kommen und allen Anwohnern hier in der Industriestrasse, dass ihre schlimmsten Befürchtungen nicht eintreffen. Und wir kommen jetzt zu einer riesen Weltpremiere. Und zwar das neueste Video vom DJ Bobo Everybody. Das war noch nie gesehen, noch nicht auf MTV, noch nicht im Schweizer Fernsehen, sondern zum ersten Mal bei uns im Szenefutter. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem DJ Bobo. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the sound that makes you feel everybody proud. Everybody here tonight, we will never start a fight.
Weltpremiere im Sinne von der DJ Bobo und Everybody. Wir sind jetzt im Laser-CD-Shop und wollen wissen, was gibt es denn diese Woche sonst noch Neues auf CD und nicht auf Video. Wir sind zu dem Zweck beim Bruno Eberli. Hallo Bruno, herzlich willkommen. Hallo. Bruno, der Prinz hat eine neue CD rausgegeben, allerdings nicht mehr unter dem Namen. Unter welchem Namen muss man ihn jetzt bei dir verlangen? Unter dem Namen Love Symbol. Und das ist die Single, The Most Beautiful Girl in the World. Können wir hier ein Album erwarten? Ende dieser Woche sollte ein Mini-Album rauskommen mit 7 neuen Tracks. Inklusive dieser Single, die wir jetzt hier haben. Der Prinz ist ja dafür bekannt, dass er einen riesen Produktionsüberschuss hat. Bruno, was ist denn sonst noch erhältlich im Moment vom Prinz? Jetzt hat er gerade ein neues Album produziert. Von seiner Gruppe, New Power Generation. Mit namens Gold Nigga. Das ist ja, glaube ich, nicht so einfach überzukommen. Wieso hast du es denn du im Laden? Ich musste es importieren, weil er hat das in seinen eigenen Läden in Minneapolis, London und in Paris. Und sonst kommt man das nie nicht über, leider. Was kostet die bei dir im Handel? Die kostet 42 Franken, ist ein teurer Preis. Aber es ist leider nicht anders möglich. Die Print-Single «The Most Beautiful Girl in the World» ist ja bereits Top 5 in den Schweizer Charts. Und wir schauen uns jetzt schnell das Video an. «The Most Beautiful Girl in the World» – Love Symbol. Go! Welcome to the Dawn. You have just accessed the beautiful experience. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication, love, and hate. Please enjoy your experience. Could you be? Prince und the most beautiful girl in the world. Bei uns geht es weiter mit Hipparaden. Wir sind in der Lugenhalle 1 am Radio Pilatusstand. Bei mir ist der Andi Wolf, Hipparaden-Moderator. Andi, was haben die denn davor für eine Deko? Das sieht ja gar nicht nach Radio aus. Das ist richtig, Philipp. Wir haben dieses Jahr mal etwas anderes machen. Den Lugenbesuch ein bisschen überraschen. Unser Motto «Vamos a la Playa» natürlich an Sonne, Sand, Meer erinnert. Mir warm in der Festhalle. Und dementsprechend das richtige Motto für alle Besucher, die in die Lugen kommen. Und da hinten sehe ich noch einen Fernseher. Für was braucht ihr denn? Ich habe gemeint, wir sind vom Fernseher. Also es wird gespielt an diesem Stand, das ist Karaoke, wo man dann
am Abend am spielen, aber sonst kann man fischen, in den Teich, Enten rausfischen, man kann ein Musikspiel spielen, man kann Stranddieb spielen, also wenn man klaut, dass man eben belohnt. Also Pilatus macht es möglich, also rundum ein 104,9%iges Animationsprogramm für die Lugabsucher. Spiele sind eine glatte Sache, aber man sieht es so schlecht am Radio. Wie macht ihr das, wenn ihr hier live sendet? Darum haben wir nur drei fixe Einschaltungen, das heisst Reports von Rolf Demuth. Das sind Infobeiträge, also wo man vor allem über Zahlen, über Facts, über die Attraktionen von der Luga berichtet. Und die einzelnen Spiele, wie erwähnt, und auch die Promi-Gäste zum Teil, die werden nicht 100% übernommen vom Studio, sondern die schalten zum Teil ein, sei es also Peach Weber, Marco Rima, Bettina Walch und so weiter, all die Prominenten, die bei uns auf diesen Stühlen sitzen, da tun wir zum Teil einfach Gespräche mit anlassen vom Studio aus, das wird aufgeschaltet und der Rest läuft wirklich alles über den Luga-Stand, wo wir jetzt drauf sind. Radio Pilatus Charts vom Samstag 30. April. Andi, was sind die Gewinner von dieser Woche? Marie Fredriksson und Per Gessle, das schwedische Duo Rockset mit ihrem neuen Album Crash Boom Bang, sind vom 13. Führer aufs 3. Also 10 Plätze gut gemacht, dementsprechend natürlich ganz klar der Abraum von dieser Woche. Verlierer von dieser Woche? Sind die Mönche vom Kloster Silos, ihre Gesänge kommen nicht mehr so an und sind jetzt vom 6. aber auf 10, also 4 Plätze haben sie verloren. Spielen die Mönche bei euch am Radio? Die Mönche haben einen relativ schweren Stand bei uns. Der Musikredakteur hat das mal entschieden, wo sie neu eingestiegen sind. Da haben wir es ein bisschen kurz angespielt. Aber die haben ja riesen Erfolg auf dem Weltmarkt. Das ist richtig, aber unser Musikteppich ist auf Pop aufgebaut, auf Easy Listening. Und dementsprechend wäre das so eine recht starke Kurve, die darauf führen würde. Und da machen wir auch in der Chartline keinen grossen Break und spielen einfach die Titel, die sonst auch ins Musikprogramm von Radio Pilatus passen. Auf dem grossen Vormarsch ist ja der Dr. Alban mit Locust Talking. Im Moment ist er noch in der Mitte bei euch angesiedelt. Gerade kurz vor dem Einstieg auf die Hitparade in den internationalen Charts ist er schon voll dabei. Wenn wird es so weit sein, dass er bei uns im Radio Pilatus dabei ist? Es ist im Moment vom 17. Uhr aufs 14. Also es fehlen aber nur noch 4 Ränge und das ist in der Top 10. Ich schätze, nächste Woche, spätestens in 2 Wochen, wird der Zahnarzt aus Schweden, der sich einen sehr goldigen Zahn verdient hat, mit seiner Sängerei, der Dr. Alban, sicher den Sprung in die Top 10 von der Pilatus Chartline schaffen. Gut, und wir schauen uns das schnell an, würde ich sagen. Der Videoclip Dr. Alban, Locust Talking. Andi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und ein Sprung ins wohlverdiente kühle Wasser. Ho!
Im Vorfeld unserer Werbekampagne für unsere Premiere haben wir einen grossen Wettbewerb ausgeschrieben, und zwar mit dem Hauptpreis ein Aquarama Wasserbett. Wir sind hier in der Lugahalle 0 vom Aquarama-Stand. Aquarama ist sonst im Länderpark und in Stanz daheim. Zu den technischen Details von einem Bett kann ich nur sagen, man liegt sehr bequem, aber ich wechsle jetzt doch den René Stoffel zu mir, bitte. Er ist Inhaber von Aquarama. René, du spendierst in unserem ersten Gewinner ein Wasserbett. Was kannst du über deine Wasserbett sagen? Also das Wasserbett ist sicher das Beste, was man sich antun kann. Es ist das Beste für den Rücken, es ist gesund, umweltfreundlich, hygienisch. Und so könnte ich eigentlich jetzt auch noch weiterfahren. Und vor allem ist es unsere Wasserbett, die sind sehr ruhig. Im Gegensatz, wie jetzt viele Leute würden meinen, kann ich also auf eine Seite reingumpen und der, der auf dieser Seite liegt, der merkt absolut gar nichts. Also wenn ich ins Sport heimkomme, meine Freundin schläft schon, dann könnte ich mich reinschleichen und ins Bett und die würde nichts merken? Nicht merken, nein. Praktische Sache. Was kostet so ein Wasserbett im Handel? Ist etwa um die 4'000, kann man sagen, ein Doppelbett mit zwei Matratzen, zwei Heizungen bei uns. Jetzt ist die Lieferungsmontage dabei, da haben wir auch Garantie drauf. Man kann es 3 Monate gratis probieren und wieder umgehen. Also der Gewinner kann es auch 3 Monate gratis probieren und umgehen? Nein, der kann es natürlich behalten. Und der grosse Vorteil ist natürlich auch, dass der Gewinner kann sagen, wie breit er es will. Also ein Doppel oder ein Einzel, da sind die dann flexibel. Da sind wir frei jetzt mit der Größe. Ich würde jetzt das gerne mit dem Dreigumpen mal probieren. Gut, ja. Ich würde sagen, wir legen die Kamera mal so aufs Bett und gumpen rein, und wenn es gewackelt, dann sehen wir. Wir können ja das zweite Mal dreigumpen. Wir haben jetzt also Position bezogen. Ich würde sagen, wir machen Probe auf das Exempel, ja, und gumpen mal rein. Also los. Ich zähle auf 3. 1, 2, 3. Hat es fest gewackelt? Ich glaube nicht. Jetzt ist es also soweit. Wir ziehen ein Aquarama Wasserbett. Bei mir ist jetzt Deborah, sie ist die Schwester von René, vom Inhaber von Aquarama. Darf ich dich bitte mal einen Gewinner ziehen, Deborah? Sicher. Mischle zuerst. Das Aquarama Wasserbett hat gewonnen. Gogetta Manuel aus Luzern. Ganz herzliche Gratulation. Ganz herzlichen Dank dir, Deborah. Den Gewinner dürfen wir direkt benachrichtigen. Hast du selber auch ein Wasserbett? Ja. Und wie liegt es sich so? Super, genial. In allen Lebenslagen? Ja. Herzlichen Dank. Auf der Suche nach einer Luga-Neuheit 1994 sind wir am Grüters-Utterstand auf etwas ganz Interessantes gestoßen. Der Herr Stalder präsentiert uns eigentlich ein ganz neues Produkt, und zwar ein Mineralwasserautomat. Kann man das so sagen, Herr Stalder? Jawohl, ich kann hier mit Leitungswasser kann ich Trinkwasser machen, also Sprudelwasser. Das habe ich hier gefüllt mit Wasser, drücke kurz drauf und hier Kohlensäure rein. Sorry. Jetzt habe ich genug Kohlensäure drin und jetzt kann man es probieren. Jetzt habe ich also hier Wasser, Leitungswasser mit Kohlensäure, also Sprudel. Jetzt haben wir auch verschiedene Aroma. Jetzt haben wir hier Eisenplatz. Ja. Was ist das für ein Aroma, was Sie mir jetzt hier tun? Das ist jetzt Tonic. Sind wir gespannt. Es ist einfach gemischt, dass man es ein bisschen wechseln kann. Es ist aber ich sehe, das Prinzip ist sehr interessant. Schönste an der Luga ist natürlich immer das Degustieren. Bei uns geht es aber weiter mit der neuen Wettbewerbsfrage für nächste Woche. Und zwar, wie manchmal wiederholt LTV die Sendung Szenenfutter? Wie manchmal? Am Wochenende, Freitag, Samstag. Wenn ihr die Lösung wisst, dann ruft uns an auf Nummer 156 40166 jetzt und sagt uns eure Antwort, Name und Adresse. Zu gewinnen gibt es 5 Tage Badeferien in der Toskana in Italien mit Huber Garreisen. In diesen Tagen habt ihr zusätzlich zum Baden Gelegenheit, Ausflüge nach Pisa oder Florenz zu machen. Oder ihr gewinnt 2x2 Tickets ins Alpamare nach Pfäffiken. Wir sind heute Abend im Flora Club. Bei mir ist der Clubchef, der Marc Weiss. Herzlich willkommen, Marc, im Szenenfutter. Hallo zusammen, freue mich, dass ich euch bei mir habe. Marc, wir sehen einen Haufen tolle Drinks auf dem Tisch. Um was geht es? Trinken bei euch alle das Gleiche? Oder? Nein, wir haben seit ungefähr einem halben Jahr haben wir spezielle Drinks, die wir unseren Gästen anbieten. Und zwar sind das Absolut-Drinks. Das tun wir mit so einem Mixbecher, tun wir das machen. Und dann gibt es diejenigen, die alkoholfreien mit Alkohol und variiert zwischen 16 Franken und 29 Franken. Was läuft bei euch unter der Woche in Flora? Wir haben natürlich unter der Woche ein sehr gutes Programm. Das heisst, am Montag fängt das schon an. Am Montag haben wir Open Minded mit dem DJ Willi. Dann haben wir am Dienstag eine Musicbox über das Radio Pilatus live. Dann am Mittwoch haben wir Rock and Rocks, ist mehr ein bisschen rockig für die rockigen Leute. Dann Donnerstag, vor das Wochenende an bei uns, heisst Night of Passion. Sehr interessant für alle Girls und alle Männer drinnen. Dann Freitag, Samstag ist Dance Weekend mit dem DJ Chris, den wir jetzt gerade hören.
Und Sonntag die originale Ladies Night, wo jede Frau ein gratis Güppli bekommt und gratis Eintritt hat. Was läuft an speziellen Aktivitäten, Konzerte, was erwartet uns in der nächsten Zeit? Also wegen Konzert am 15. Mai haben wir Gibson Brothers bei uns. Sehr bekannte Band, also mit Greatest Hits wie Kuba, Gestern Mi Vida. Du bist ja auch Produzent vom DJ Bobo unter anderem. Was können wir von Bobo Neues erwarten? Es kommt eine neue Single raus, die heisst Everybody. Ist auf dem Album enthalten. Ist aber ein ganz neuer Mix, der gemacht worden ist in Deutschland. Was gefällt euch an Flora? Ja, Musik und Leute und alles. Was macht es denn aus, dass die Leute gut sind? Dass die Leute gut sind? Ja, einfach das Feeling, würde ich sagen. Bist du viel da unten? Ja, ich habe angefangen jetzt. So seit 3-4 Wochen, so 3 Übungen pro Woche. Bist du schon? 3 Übungen pro Woche? Aber ist es nicht mit der Zeit ein bisschen langweilig? Nein, ich finde es gut, weil da hat sich alles an Musik, weißt du. So. Es läuft nicht nur Techno, es hat auch ein ältere Stücke und alles. So, wir sind jetzt im DJ-Pult oben im Flora-Club beim Chris. Hallo Chris, darf ich dich schnell stören? Ja, sicher. Was läuft gerade, Chris? Also jetzt schon Capella, Move Your Baby. Und jetzt als nächstes Alex Party, mal etwas Neues auch. Kennt man noch zu wenig jetzt hier drinnen, aber dem kann etwas Neues bringen, oder? So, nach dem Marc Weiss im Flora geht es weiter mit unseren Veranstaltungstipps für Freitag und Samstag. Das SL-Studio zeigt am Freitagabend ab der Nacht das Theaterstück Bambule. Am Freitagabend ist in der Schülgruppe Contrast Family hier unser Interview. Bei mir ist jetzt Contrast Family, eine Soul-Funk-Pop-Formation aus dem Glarnerland. Hier haben wir den Randy. Hi Randy. Hoi. Du bist in der Gruppe der Gitarrist, ist das richtig? Jawohl, richtig. Mit Fabio zusammen im Sänger des Songwriting-Team. Ihr tretet am Freitag, 29. in der Schür auf, in Luzern. Das ist für alle Zuschauer, die uns am Freitag sehen, also heute Abend. Für alle Zuschauer, die uns am Samstag sehen, die haben weitere Gelegenheit. Eure Tour geht weiter. Jawohl. Wie manches Datum steht noch auf dem Plan? Also noch sehr viel, also bis im Herbst im Moment. Und was natürlich noch laufend reinkommt, auf jeden Fall. Ich glaube, das nächste Datum für Luzern wäre am 28.05. in der ABB-Halle in Baden. Ist das richtig? Ganz genau, ja. Eure CD ist im Fachhandel erhältlich, kann man an dieser Stelle auch sagen. Ich hoffe, sie sind überall vertreten, oder? Ja, überall. Also das, wo wir auch einen Vertrieb haben und dass wir auch noch in der Hitparade sind, das ist also gut von dem her. Für einen sauberen Vertrieb schaut EMI. EMI ist eine der praktisch grössten Schallplattenvertriebe in der Schweiz. Wie kommt man zu einem Vertrag mit der EMI? Als erstes mal einer, der gut reden kann. Das ist der Bruder, also der das Management macht. Und er hat am Anfang haben wir so ein Demobändchen sozusagen gemacht, auch die Leute eingeladen in ein Konzert, dass sie schauen können. Und die Überzeugung von denen also, hat es natürlich auch noch so weit gebracht, sicher. Ich wollte dich noch etwas Persönliches fragen, Fabio, zu deiner Verwandtschaft. Du bist nicht verwandt mit dem Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk? Schau mal dort. Seht die Nase. Also wenn du blonde Haare hättest, dann wärst du eindeutig ein bisschen Krankbruder von Thomas Gottschalk. Aber ich habe keine blauen Augen. Das stimmt. Also, aber ein südlicher Touch ist doch ein bisschen drin, oder? Ja, der Italiener von
von Süditalien. Alles klar. Soweit also Contrast Family. Wir sind jetzt am Ellenentstand in der Lugenhalle 1. Bei mir ist Patricia Diermeier vom Apero. Patricia, was gibst du deinen Lesern für einen Ausgehtipp für das Wochenende? Also am Freitagabend beispielsweise schlage ich das Konzert im Werkhof von den Romains vor, nicht zu verwechseln mit den Ramones. Die Ramones, das Original davon wenigstens, ist dann erst am 20. Mai im Sädel zu hören. Jetzt im Werkhof, am Freitagabend, sind die Romains zu hören, ein Luzerner Quartett, und sie covern die Ramones. Am Samstag? Und für einen Samstagabend, da könnte man beispielsweise auf Stanz gehen. In Stanz im Käslager spielt ab 8:30 Limerick Junction. Und wer mehr wissen will, ziehe ein Apero vom letzten Donnerstag. Apero, Beilage, jeden Donnerstag in der LNN. Und wir machen den Wechsel an Premiere vom Film «Begegnungen» ins Kapitol 1. Wir sind hier im Kapitol 1. Heute hat der Film «Intersection – Begegnungen» Premiere. Der Film ist mit Richard Gere in der Hauptrolle und mit Sharon Stone, die blonde Schönheit aus Hollywood. Wir wollten vom Publikum wissen, wie sie in den Pausen aussieht, also nach der ersten Halbzeit, wie die Spannung ist, ob es nicht schade ist, dass man schon am Anfang sieht, dass er vermutlich umkommt im Film und wie man selber würde reagieren, wenn man in so einer Situation wäre, wie der Richard Gere im Film. Im Film ist er mit der Sharon Stone verheiratet und kommt in eine Dreiecksbeziehung mit einer Liebhaberin rein. Mit der Sharon hat er ein Kind und das Ganze wird natürlich unkompliziert. Am Schluss gibt es noch einen Autounfall, aber mehr wird ihm eigentlich nicht verraten. Wie war der Film bis jetzt? Begegnungen, Richard Gere, Sharon Stone, eine riesige Besetzung. Spannend war? Bis jetzt, ja. Ja. Kommt er rum am Schluss? Weiß nicht. Wir sind ja jetzt in der Pause. Was kann man über den ersten Teil sagen, über Geschichte? Ja, also er ist einfach sehr hin und her gerissen. Und zwischen den beiden Frauen? Ja. Okay. Komplizierte Situation. Ja. Keine Ahnung, wie es rauskommt. Wie würdest du reagieren in so einer Situation? Du zwischen zwei Männern? Wirklich zu sagen. Ja. Also, mir hat es gut gefallen, vor allem ihm gefällt mir natürlich gut. Der Richard Gere? Ja, ja. Ist schade, dass man jetzt schon am Anfang weiss, dass er am Schluss umkommt? Das weiss ich nicht. Aha, also gut, aha, ja, stimmt. Habe ich etwas verraten? Nein. Nein, also, ja, hast recht, ja, stimmt. Aber man hat es doch gesehen am Anfang. Oder was hast denn du am Anfang gemacht? Ist deine Freundin da? Aha, okay. Ist sie nicht zusammen? Nein, sind nicht zusammen. Ah, pardon. Nein, also, aber nicht wollen. Man könnte es darauf schließen, ja, aber man weiß nicht. Vielleicht kann er ja vorbei im Lastwagen, oder? Und euch wollen wir natürlich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ein paar Ausschnitte aus Intersection. You must have known something was going on. I thought you were working late. Perfect house for the perfect couple. Don't you touch me! I'll tell you a secret. Wasn't so perfect. What happened with us? You fell in love with another woman. I mean, before that. You don't live with her anymore, but your car still does. Is that it? What else do you leave there? A toothbrush? A daughter. You had a family. We were a corporation with a kid. Dad? Yeah? Will you come to the island with me for Easter? You got a daughter in the house. You got Sally in the office. You got the girlfriend somewhere else. I can't believe you had me. I want history. You don't have a history. We can make one. I say, are you in love with her? And then you say, well, I don't know. I'm so confused. I need a little time. Megan, I'm not trying to replace anybody. I just want to make your father happy. Can you give it a shot? Haley, if you just felt this a little more upset, it wouldn't have happened. You want a dream house with you and me at one end, and then at the other end, there's Sally and Megan. Still have that hotel room? Hotel rooms can be nice. No past, no future. I don't want to lose you. I can't lose you. I want to be with you. Whatever you're going to do, do it. Bei uns in der Sendung geht es auf jeden Fall weiter mit unserem Gastro-Trip. Im Gastro-Trip gehen wir einfach in ein Restaurant in Luzern. Wir stechen einfach mit der Kamera rein, unvorbereitet, sitzen ab und bestellen zu essen. Das Ganze ist jeweils mit einem prominenten Gast und mit unserem Gastro-Kritiker Franz H. Ruchti. Wir sind heute oben im Restaurant Cucaracha in Luzern zu unserem Szenengast-Gastro-Kritik mit dem Franz H. Ruchti. Franz, herzlich willkommen und guten Abend. Herzlich willkommen, Philipp. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier mit dir im Cucaracha sein darf. In einem typisch mexikanischen Restaurant hier mitten in Luzern. Aber ob das so richtig mexikanisch ist, das haben wir vom Tony Navarro wissen. Er ist der, der das Restaurant Turm führt in Zürich und heute hier unter uns ist. Tony, darf ich dir mal das Wort übergeben? Wie fühlst du dich in Luzern, hier bei uns? Hallo zusammen. Also, vorläufig sehr gut.
Ich habe Fania Margarita gehabt, Dos Equis, das ist ein mexikanisches Bier. Wie das Essen schmeckt, das sehen wir später. Die Spießkarte sieht vielversprechend aus. Die Speise, die Wahlspeise, finde ich sehr gut. Wie sie schmeckt, dann sehen wir etwas später. Ein riesiges Aufgebot an Kellner. Ich muss sagen, herzliche Gratulation. Es ist jetzt genau 5 Minuten gegangen, bis das Essen da ist. Können wir das schnell in die Kamera zeigen, eins nach dem anderen? Sonja dort noch die Plätze zuweisen. Mein kleines Päckchen hier machen. Mein Päckchen hier. Die Tortilla füllen mit ein bisschen Käse, Guacamole. Nein, Käse ist noch nicht da. Guacamole, Käse, Pico de Gallo, das Tomatensalat mit ein bisschen Zwiebeln und so. Und nachher ein bisschen das Fleisch da. Dann macht es ein Röllchen, wenn es geht. Und nachher ist es einfach so von Hand. Ah. Gut. Jetzt habe ich schnell eine Frage, Franz. Ich habe ja die Bullistreifen und Rindsfiletstreifen hier braten in einem Pfändchen. Jetzt lernen wir ja eigentlich in unserer Küche, dass man die verschiedenen Fleischsorten trennt. Also man tut die Bulle separat zubereiten, man tut Rind separat und Kalb separat zubereiten. Du bist ja eigentlich ein grosser Verfechter auch von ganz strengen Hygieneanforderungen, dass man sogar in die Hände wäscht, unterdessen, dass man anders Fleisch operieren und so weiter. Wie kannst du jetzt das vertreten, dass man hier da beides in einer Pfanne bratet? Was du vorher gesagt hast von mir, das ist die sogenannte klassische Küche. Dort verlangt man das. Das ist doch bei uns der Fall. Aber das sind Spezialitäten, die wir hier genießen. Die werden anders gemacht, da haben wir andere Maßstäbe. Die haben volkskundlich, kommen die ganz aus einer anderen Richtung. So, dass man das ohne weiteres kann vertreten kann, so wie wir es hier machen. Es ist eben nicht unsere strengen Normen, die wir sonst hier hätten, natürlich. Wir haben, während wir gegessen haben, Kärtchen verteilt, die allen Gäste hier im Cucaracha, und haben hier eine sehr interessante Frage bekommen von der Christina. Christina fragt uns, was passiert mit diesen Tortillas, wenn sie unberührt sind und unbraucht. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Es nimmt mich wunder, die sind fein, die sind tiptop, unbraucht. Ich habe sie nicht angelangt, die gehen zurück. Ich frage mich, gehen die in den Güsselköbel oder werden die einem anderen Gast vorgesetzt? Was wäre, wenn sie einem anderen Gast vorgesetzt würden? Würde ich das stören? Ich habe mich das selber gefragt, irgendwie würde es mich stören, irgendwie würde ich es Verschwendung finden. Wenn man lenkt ja doch mit den Fingern rein. Ja, aber ich nehme obendrauf eins ab. Also ich glaube, es würde mich schon stören, ja, wenn sie es weiter vorsetzen würden. Dann fragen wir doch gerade Sonja. Sonja, was passiert mit den Führungen? Die können wir ins Hoch überwerfen, die können das so weg. So, wir haben jetzt also wunderbar gespissen und wir werden jetzt von unseren beiden Gästen, von Franz und von Toni, wissen, wie ist jetzt also der Eindruck, das Fazit aus dem Besuch heute Abend hier im Cucaracha. Franz. Der Gesamteindruck, was die Gäste und das Personal angeht, ist sehr gut. Typisch Erlebnisgastronomie im Zentrum von Luzern. Was die Speisen angeht, da würde ich sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Die Leistung ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, es sind ein bisschen grosse Portionen. Bei mir ist jetzt der Gerd ist Chef der Bar. Gerd, wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken für die gute Bedienung und das gute Essen. Bitte gerne. Es hat uns sehr geschmeckt. Und wir verleihen euch jetzt hochoffiziell das Zehnerfutter geprüft. Gut, danke für uns. Ja. Das dürfen wir hier aufhängen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Und gerade Ihnen noch ein bisschen, würde ich jetzt sagen. Perfekt. Danke. Dankeschön. So, hast du mal das Mikrofon, Franz? Soweit also unsere Gastro-Kritik, Szenengast aus dem Cucaracha. Wir sind jetzt im Joes Videopalast und wollen wissen, was gibt es diese Woche neu auf Video zum Mieten. Bei mir ist Gabi. Gabi, was gibt es für Neuheiten? Last Action Hero mit dem Schwarzenegger und die Firma von Tom Cruise und mit dem Harrison Ford auf der Flucht. Harrison Ford auf der Flucht habe ich selber im Kino gesehen. Ein wahnsinnig spannender Thriller. Ich bin fast gestanden im Kino vor Spannung. Wie viel vermietet ihr pro Woche circa? Er läuft sehr gut und ist etwa 40 Mal vermietet in der Woche. Wir werden nachher noch ein paar Ausschnitte sehen können. Es geht um Folgendes. Der Harrison Ford spielt im Film einen Arzt. Zum Anfang des Films wird seine Frau ermordet. Der Verdacht fällt auf ihn. Er wird verhaftet, verurteilt, ihm gelingt der Ausbruch und von dem an ist er auf einer rasanten Flucht. Und zum Schluss des Films kommt zurück. Are you suggesting that I killed my wife? Are you saying that I crushed her skull and that I shot her? How dare you? When I came home, there was a man in my house. I fought with this man. Whatever. He had a mechanical arm. Plastic. You find this man. You find this man. How tall is he? He took everything from me. Oh, Jesus. What do you weigh? God! What color was his hair? What color were his eyes?
can't help you until you help us. Welcome. Foot speed over uneven ground, barring injuries, 4 miles an hour. That gives us a radius of 6 miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, hen house, outhouse, or doghouse in that area. Checkpoints go up at 15 miles. Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. So, das war es. Wir sind schon fast am Ende der ersten Sendung Szene geworden. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Und wir haben zum Schluss noch eine kleine Reportage über Kappelburg. Jetzt werdet ihr sagen, oh, Kappelburg, was ist denn das für ein altes Thema? Im Gegenteil, wir waren auf der Suche nach einem typischen Kappelburg-Spender. Und Ihre Spende ist richtig eingesetzt worden? Absolut, absolut. Ja. Ist Ihr Werte Name? Mühlebach. Herr Mühlebach, was haben Sie denn gespendet, Herr Mühlebach? 20 Franken. Ja. Sind Sie aus Luzern, Herr Mühlebach? Nein. Von wo denn? Bar. Von Bar. Jetzt werden wir gerade schauen, Herr Mühlebach. Wir haben hier eine Liste von allen Spendern. Wenn wir schauen, Mühlebach müsste ja hier eigentlich drauf sein. Wie viel haben Sie denn gespendet, Herr Mühlebach? 20 Stutz. Abgenommen? Ja. Wer hat es denn abgenommen? Ja, irgendjemand. Ja, Sie, Mühlebach, ist hier nicht getroffen. Nicht, hä? Könnten Sie uns verraten, was Sie gespendet haben? Ja, nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Glücklicherweise haben wir eine Liste dabei über alle offiziellen Spenden, die eingetragen sind. Holzgang, Holzgang, das müsste da drauf sein, unverkleben. Ja, ich kann ja Namen. Ja, also die Anonymen haben wir natürlich auch aufgeführt, aber wir sind auch, ehrlich gesagt keine Anonyme eingegangen. Holzgang, Holzgang. Ich spende, ich bin von Alten. Alten nicht müssen spenden? Nein. Alten ist von Spenden ausgeschlossen gewesen. Ja, Frau Holzgang, jetzt müssen wir schnell schauen. Wir haben es beim H, haben wir einen Haufen nehmen. Holzgang, Holzgang. Da, Holz, Hodl, Hoffmann, Hofstetter. Kein Holzgang. Nein. Wir haben hier eine Liste von allen Spendern. Jetzt wäre es natürlich schön, wir könnten Sie hier auch noch draufsetzen. Ja. An was für einen Betrag hätten Sie gedacht? 50 Franken. Je 50? Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Gut, sehr gut. Dann ziehen wir es gerade ein. Papi hat den Schirm. Papi hat den Schirm, also da kann nichts passieren. Es ist lustig, immer, wenn die Leute Kamera sehen, dann kommen alle und sobald man das Board nicht dann gehen sie wieder. Ich weiß gar nicht warum. Also, herzlichen Dank. Jawohl, jetzt nehmen wir sie hier auf die Liste. Haben Sie auch geschrieben, dass wir sie hier draufsetzen können? Jawohl, danke schön. Jawohl. So, jetzt können Sie sich schnell drehen. Können Sie sich ein bisschen bücken? Ja, noch ein bisschen runter. Ja. Jawohl. Noch ein bisschen runter, bitte. Ja, so. Und Sie haben den Schirm, bitte, dass das Papier nicht so nass wird. Ja. So, ja, ein bisschen aber noch. Ja, so ist gut. Geht's rein? Geht keine halbe Stunde mehr. So, das wären dann 100 Franken zugunsten der Kappelbrück. Gut.